Jo Leute, was geht? Hier ist Basti von Zombies Germany mit richtig geilen Infos über Call of Duty Ghosts und zwar über den Aussterben-Modus, den Extinction Mode, den man zu viert spielen kann und da muss man Wellen von Aliens bekämpfen. So wie Zombie-Modus, nur anstatt Zombies gibt's halt Aliens. Richtig geil, hier seht ihr schon das erste Bild. Das zweite von links, das Bild, wird wahrscheinlich das Symbol sein, was immer für den Extinction Mode benutzt wird. Und die anderen sind Embleme für die Trophäen. Dazu kommen wir gleich. Hier seht ihr nochmal das Logo in groß. Und hier geht's zur ersten Bestätigung, dass es den halt in Ghosts geben wird. Und zwar Infinity Ward hat noch nichts dazu preisgegeben, sondern hat man man hat die Trophäen halt gesehen und man hat im Trailer was gesehen, was ihr hier schon seht. Und zwar gestern haben die den Squads Trailer released. Und da sieht man bei 23, 24 Sekunden rechts oben Play Extinction Online. Und da sieht man schon halt, dass man das online spielen kann. Und hier geht's schon zu den Trophäen. Und zwar das erste: Sammel alle 18 Audio-Files. Also, das, keine Ahnung, dass man halt Files sucht, die dann vielleicht die Story ein bisschen erklären oder ähnliches. Dann das zweite, No Man Left. Also entkomme mit allen vier Spielern. Also das erklärt schon, dass es bis zu vier Spielern, also dass mit bis zu vier Spielern spielbar ist. Und dass man halt irgendwie entkommen muss. Und dann seht ihr direkt das zweite hier, Sprinter. Dann komm zu dem Chopper, dass du noch 1 Minute und 30 Sekunden Zeit hast auf der Uhr. Und Exfil Chopper, das ist so ein Helikopter, der einen sozusagen aus der Gefahrenzone raustransportiert. Da, wo man dann halt sicher ist. Dass man dann halt irgendwie von den Aliens entkommt, dass man irgendwo sicher ist. Das zweite ist dann halt Made it out alive, also hab's lebend rausgeschafft. Entkomme zum ersten Mal. Also, dass man halt wieder irgendwie entkommen kann. Genau wie die zweite Trophäe. Entkommen mit allen vier Spielern. Das ist dann halt die Trophäe, wenn man das das erste Mal schafft. Dann Completionist, also Vervollständiger oder ja, Vervollständiger, vervollständige alle Challenges, also alle Überlebenschallenges und haue ab. Also und entkomme. Dass man halt. Das gibt's wahrscheinlich noch viel mehr Challenges als die Trophäen jetzt hier. Dass man die dann alle halt vervollständigen muss und noch abhauen muss. Also das ist, glaube ich, eine der schwersten Trophäen. Und rechts sieht man auch immer den Gamerscore. Also das ist, glaube ich, ja, die mit dem zweithöchsten Gamerscore. Dann, Cabin Fever. Also, Kabinenfieber, Hüttenfieber. Und da soll man bis zur Kabine kommen. Und also wird das wahrscheinlich so ein Modus sein, dass man, also dass dieser Extinction Mode so halt ein Modus ist, dass man von Ort zu Ort reisen muss, bisschen wie Transit. Aber kann man das irgendwie nicht wie Transit vorstellen, weil bei Transit ist ja mehr so Open World, man kann von A nach B und man kann eigentlich überall hinlaufen. Aber ich glaube, da muss man sich halt gegen die Horden von Aliens immer weiter vorkämpfen. Und bis man dann halt zu diesem Exfil Chopper kommt, dass man dann halt abhauen kann. Dann die nächste Trophäe ist Made it to the City. Dass man halt, also die Trophäe heißt Stadtbewohner. Dass man halt bis zur Stadt kommt. Das gleiche wie das mit der Kabine. Dass man halt bis zur Stadt kommt. Und dann die nächste heißt Alle nötigen Mittel. Und zwar muss man da 50 Kills mit dem elektrischen Zaun und Feuerfallen in einem Spiel machen. Also wird's, das hört sich ziemlich nach Zombies an. Und zwar, dass es halt elektrische Zäune gibt und Firetraps. Also Firetraps kennt ja jeder aus Kino der Toten von Black Ops 1. Diese Feuerfallen da. Und dass man da 50 Kills mitmachen muss, hört sich jetzt nicht so viel an. Mal gucken, wie schwer die Aliens werden. Vielleicht sind es ja auch so richtig kranke Aliens und dass die Trophäe richtig schwer ist, weil die auch 40 Gamerscore wert ist. So, das nächste ist Müllsammler.
Und zwar sammel 40 Items in einem Spiel auf, dass es vielleicht auch so Perks gibt, wie zum Beispiel dann halt Scavenger, genau wie im Multiplayer, dass es dann so Perk-Maschinen gibt und dass man halt mit dem Perk dann verschiedene Items aufsammeln muss. Oder dass man die auch so einfach aufsammeln kann, weiß noch keiner. So, das letzte ist gebremste Flucht, und zwar heißt das, entkomme bei der Benutzung eines Überbleibsels. Was auch immer das heißen soll, was die als Überbleibsel sehen und wie man damit bitte entkommen soll und warum das dann gebremste Flucht ist, keine Ahnung. So, das waren auf jeden Fall die Trophäen. Vielleicht kommen noch mehr Trophäen raus oder mehr Informationen. Ich wette, dazu kommt noch ein Trailer raus. Also ich bin richtig gespannt jetzt auf Ghost. Das wird richtig geil mit so einem Zombie-Modus, halt nur mit Aliens. Dass man gegen Horden von Aliens kämpfen muss, dabei verschiedene Sachen machen kann mit Fallen, dass man verschiedene Sachen erreichen muss, dass man am Ende abhauen kann. Wahrscheinlich gibt es dann auch noch einfach nur so einen Überlebensmodus, ohne dass man irgendwie halt das Spiel beendet und abhaut. Ich freue mich auf jeden Fall richtig darauf. Wenn es einen Trailer dazu gibt, werde ich natürlich versuchen, der Erste zu sein, der den analysiert, ausführlich, und keine Ahnung, ich bin einfach richtig gespannt jetzt darauf, weil das halt richtig geil ist, dass es jetzt nicht zu Ende ist mit Zombie-Modus und wir auf den Black Ops 3 hoffen müssen, sondern dass es jetzt mit Ghosts weitergeht, mit dem Überlebensmodus, dem Aussterbensmodus, wie die das nennen. Und hoffentlich wird's geil. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich neue Infos habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr die nächsten Videos zum Extinction Mode nicht verpassen wollt, abonniert. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein.